Ein verzweifelter und besorgter Hund schlich sich immer wieder ins Krankenhaus und wimmerte und weinte. Das Personal konnte nicht herausfinden, was er wollte. Aber als sie schließlich den Grund herausfanden, trieb es ihnen die Tränen in die Augen. Das Mercy Medical Center in Cedar Rapids in Iowa war ein Krankenhaus wie jedes andere. Es war voller Menschen, einige von ihnen Patienten, andere medizinisches Personal. Aber als die Leute bemerkten, dass immer wieder ein kleiner Hund auftauchte, wurden sie besorgt. Der Hund war zwar klein, aber er machte auf alle Anwesenden einen großen Eindruck. Er schien nämlich sehr verzweifelt zu sein, winselte ständig und machte einen Aufstand. Einige Male schlich er sogar durch die automatischen Türen und lief in der Lobby umher, als ob er jemanden suchen würde. Die Überwachungsvideos des Krankenhauses zeigten, wie der Hund seiner Nase durch die Gänge folgte, Menschen beschnüffelte und schnell von Zimmer zu Zimmer ging, den Kopf hineinsteckte und sich für alles interessierte, was dort vor sich ging. Aber sie schien nie zur Ruhe zu kommen und schien nie zufrieden zu sein mit dem, was sie sah. Natürlich ist ein Krankenhaus kein Ort für einen Hund und das Personal hat sie schnell wieder eingesammelt und nach draußen gebracht, als sie merkten, dass sie zurückgekommen war. »Wir sahen auf und da war diese Hündin, die einfach durch die Lobby rannte«, sagte eine Krankenschwester, die in der Nähe stand. »Wir sind daran gewöhnt, dass alle möglichen Leute durch diese automatischen Türen kommen, aber Hunde nicht so oft. Er kam einfach rein, winselte und kläffte die Leute an. Wäre es nicht so unangenehm gewesen, wäre es fast niedlich.« Das war jedoch kein einmaliges Ereignis. Es fing an, regelmäßig zu passieren. Der Hund heulte und winselte vor dem Krankenhaus und schlich sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit ins Haus, wo er herumlief und zu Unheil anrichtete. Weder das Personal noch die Patienten wussten, warum der kleine Hund sich so verhielt, und sie begannen sich Sorgen zu machen. Vielleicht war es ein Streuner, der einen warmen Platz zum Schlafen suchte, vielleicht aber auch ein Hund, der medizinische Hilfe brauchte, denn schließlich sind das kluge Tiere und wissen oft, wo sie Hilfe finden können. Aber die Wahrheit war noch viel herzzerreißender. Manchmal hüpfte der Hund auf seine Hinterbeine und kratzte an verschiedenen Türen. Er war nur ein kleiner und kurzer Hund, aber er reichte nach oben und versuchte, die Klinke zu berühren, weil er wusste, dass der Metallhebel etwas mit dem Öffnen der Tür zu tun hatte. Als einer der Krankenhausträger den Hund wieder einmal einsammelte und ihn nach draußen tragen wollte, bemerkten sie plötzlich etwas, das sie zuvor übersehen hatten. Um den Hals des Hundes lag ein kleines, dünnes Halsband, an dem ein Anhänger befestigt war. Auf der einen Seite war der Name Sissy eingraviert, ganz klar der Name der kleinen Hündin, aber auf der anderen Seite des Schildes noch mehr Text, und als der Pförtner ihn las, wurden seine Augen groß und alles ergab plötzlich einen Sinn. Einige Stockwerke höher lag eine Frau im Krankenhausbett. Sie hieß Nancy Frank. Sie war 64 Jahre alt und kämpfte mit aller Kraft gegen Gebärmutterkrebs. Es war ein schwieriger Kampf, aber sie kam langsam aber sicher voran, auch wenn sie noch nicht über den Berg war. Sie hatte sich vor kurzem einer schweren Operation unterzogen, um die Krankheit aus ihrem Körper zu vertreiben. Dies war ihre zweite Woche im Krankenhaus. Und neben der Operation hatte Nancy auch mehrere intensive Chemotherapien hinter sich gebracht. Es war eine Behandlung, die selbst den fittesten Menschen den Atem raubte. Und es war schrecklich, was die arme Frau durchmachen musste. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, machte sie das ganz schön fertig. Sie versuchte, tapfer zu bleiben, aber tief in ihrem Inneren forderten die vielen Behandlungen ihren emotionalen Tribut, ganz zu schweigen von dem körperlichen Preis. »Krebs ist eine schreckliche Sache, mit der man leben und gegen die man kämpfen muss«, erklärte einer der leitenden Onkologen. »Man muss nicht nur medizinisch und körperlich kämpfen, sondern auch emotional versuchen, diese schreckliche Krankheit zu überwinden. Man muss einen starken Willen haben und bereit sein, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt, und dabei das Ziel der vollständigen Genesung fest im Blick behalten. Es ist eine unglaublich schwierige Sache, die die Menschen durchmachen müssen.« Was Nancy brauchte, war eine Aufmunterung. Etwas, das sie von ihrer Situation ablenkte und ihr einen Grund zum Lächeln gab. Zum Glück war ihr liebevoller Ehemann Dale, der ein paar Jahre älter war als sie, immer da und versuchte, seine geliebte Frau mit Witzen und Kommentaren aufzumuntern. Auch ihre Tochter kam oft vorbei und versuchte, ihre Mutter bei Laune zu halten. Nancy war bereit, diese schreckliche, grausame Krankheit hinter sich zu lassen und nach Hause zu gehen, aber das Zuhause schien zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt zu sein. Plötzlich öffnete sich ihre Krankenhaustür und ein paar Schwestern kamen herein. Nancy sollte noch eine Weile nicht behandelt werden, also runzelte sie die Stirn, als sie eintraten, und wurde noch mehr verwirrt durch die verlegenen Blicke auf ihren Gesichtern.
Es war klar, dass sie aus einem bestimmten Grund hier waren, aber niemals hätte Nancy erraten können, was es war. Bevor sie jedoch etwas sagen konnte, kam ein weiterer Besucher durch die Tür, aber es war keine Schwester und auch kein Arzt, es war derselbe Hund, der sich in den Eingangsbereich des Krankenhauses geschlichen hatte. Als sie den kleinen Hund erblickte, der gerade in ihr Zimmer gekommen war, brach Nancy in ein breites Lächeln aus und sie lachte richtig vor Freude. So viel Spaß hatte sie schon lange nicht mehr empfunden und es ließ ihre Krankheit ganz vergessen. Nancy hatte so viele Fragen, aber bevor sie überhaupt etwas sagen konnte, begann eine der Schwestern zu erklären, während ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie erzählte Nancy, wie der Hund sich in die Lobby schlich und herumlief, als würde er jemanden suchen. Keiner konnte sich darauf einen Reim machen, bis jemandem die Marke auffiel, die Sissy, der kleine Hund, trug. Einer der Mitarbeiter erkannte die Adresse und stellte fest, dass der Hund zu Nancy, der Krebspatientin, gehören musste. Die Reaktion von Nancy und Sissy bestätigten ihren Verdacht. Es stellte sich heraus, dass der Hund immer wieder aus ihrem etwa 20 Blocks entfernten Zuhause entwischte und sie ziemlich lange Strecke bis zur medizinischen Einrichtung in die Lobby zurücklegte. Die Zwergschnauzerhündin hatte sich seit ihrem Krankenhausaufenthalt jeden Tag auf die Suche nach ihrer Besitzerin gemacht, als ob sie irgendwie wusste, dass sie sie brauchen würde. Im Gespräch mit ABC News sagte Herr Frank, sie war auf der Suche nach ihrer Mutter, aber sie konnte nicht den richtigen Aufzug finden, den sie nehmen konnte. Sie ist vorher noch nie weggelaufen. Sie hat ihre Mama vermisst und musste sie unbedingt besuchen. Nancy lachte und stimmte zu. Es war toll, sie einfach zu sehen. Das war perfekt. Ich bin froh, dass sie daran gedacht hat. Aber es blieb die Frage, wie Sissy den ganzen Weg zum Krankenhaus gefunden hatte. Woher wusste sie, wo sie hin musste? Dale sagte, dass der Hund manchmal ins Auto sprang und ihn begleitete, wenn er Nancy von der Arbeit abholte, die ganz in der Nähe des Krankenhauses wohnte, aber sie waren den Weg noch nie gemeinsam gegangen. Der schlaue kleine Hund muss sich den Weg des Autos gemerkt haben und nahm sich vor, die Strecke bis zum Mercy Medical Center zurückzuverfolgen. War Sissys Besuch bei Nancy im Krankenhaus nur ein herzerwärmender Zufall oder war es ein weiteres Beispiel dafür, dass Hunde und Menschen unglaublich starke Bindungen eingehen können? Weder Nancy noch Dale oder das medizinische Personal werden es jemals wirklich wissen. Sicher war jedoch, dass Sissy Nancy wirklich die Aufmunterung gegeben hatte, die sie so dringend brauchte. Und dafür würde ihre Besitzerin ihr ewig dankbar sein. So, jetzt bist du an der Reihe. Was hältst du von dieser herzerwärmenden Geschichte? Hast du schon einmal von einem Hund gehört, der seinem Besitzer so liebevoll und loyal gegenüber ist? Was glaubst du, wie sie die 20 Blocks von ihrem Zuhause zum Krankenhaus gefunden hat? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten mitteilst.